Aktiv Hall. Mir geht's zwar nicht so gut, fühle mich so auch richtig ausgekackt. Mir geht's halt heute Morgen sehr schlecht. Salami wird's vielleicht richten. Dennoch versuche ich für die Community ein aufgeweckter Partyschneiser zu sein. Und heiße euch willkommen zur Festivalprobe 2019. Morgen ist Festivalauftakt beim Sputnik Spring Break. Und da habe ich auch wieder richtig Bock. Richtig Bock. Wir werden rasieren. Abgehen. Ey, was laden die uns auch hier ein? Beziehungsweise wir sollen helfen kommen. Und das ist direkt neben Holland. Ist doch logisch, dass wir nicht lange bleiben. Oranje! Ja, wer macht das sonst, hä? Hast du schon mal Kool Savas gesehen, wie der seine Schilder dran schraubt? Nein! Machen nur wir. Wir müssen Geld sparen, wir sind was Selfmade. Wenn man das ganz schnell dreht, und der Schwab und Hitler, dann ist das irgendwann Gandhi. Und Minus ergibt Plus. Hier übrigens Shoutout an Fatih Chettin, Alter. Bester Mann. Support that shit. Was Murphys Gesetz? Ich weiß nicht, war das Murphys Gesetz? Ja, was schief gehen kann, das geht schief. Irgendwann auch schief. Safe. Wenn du immer also heimlich wickst, wenn deine Frau schläft, irgendwann kommt die rein und erwischt dich beim Wichsen. Ich stand sogar vorm Laptop nachts, Alter, hatte irgendwie voll Bock, mir einen zu wichsen. Geh zum Laptop hoch, Alter, klappt den auf, steh da so, wollen wir einfach nur schnell einen wichsen. Und dann kommt alles rein und sagt, was machst du denn da? Oh, gar nichts, so weißt du. Hast du jetzt gerade echt einen gewichst, Robert? Ich so, ja, keine Ahnung. Also ich fühle mich wirklich ein bisschen stoned. Ich merke da schon ein bisschen von, was meine Augen werden ein bisschen schwer. Alkoholfreies Bier und CBD, fickt euch. Der LKW fährt nach Berlin, der LKW ist echt sehr schick. Ich laufe durch eine Wiese, die Wiese ist neben einer Straße und auf der Straße. Der LKW. Kommst du am Festival an, der Lastwagen geht auf. Alter, da steht nur eine Kiste Bier drin. Das wäre mal. Das wäre das wird voll cool. Auf den Festival ein bisschen zu springen mit euch. Wir freuen uns tierisch, dass ihr kommt. Warum haben wir so einen Humor? Jetzt mal ehrlich, warum sind wir so? Wir müssten Gewitter im Kopf einfach auch mit am Start haben, dann wäre das okay. Pommes. Ich wäre einfach einer von denen. War gut, dass er einen vernünftigen Kumpel hat, ehrlich. Jo, wir würden die Gisela richtig... Boah, wir würden die füttern, Alter. Boah, heftig. Mit so viel Munition nach Hause gehen, die Gisela, Alter. Wenn er bei uns abhängen würde, scheiße, Mann. Ich wäre voll behindert, ne, wenn Gisela immer bei anderen Leuten aufs Essen spucken würde oder so, ne? Ja, so, was sagst du? Gott sei Dank macht Gisela das nicht. Erstmal fett die Flausen in den Kopf setzen. Ey. Ja, ja. Boah, wer weiß, was man sagen könnte. Stell mal vor, du würdest das und das sagen, wenn das wäre. Ab jetzt könnt ihr bei uns am Merchandise-Stand immer Schaukelpferd fahren. Reiten. Für 1 Euro. Ihr könnt uns damit unsere Buskippen finanzieren. Beste Leben. Ach, das ist von Cindy? Ja. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir haben dein Schaukelpferd gekauft. Yo, ich bin's, Fiku 257. Wir sind mit den 257ers heute auf dem Sputnik Spring Break Festival. Abgehen, ihr Fotzen. Weil du auch gerade, wenn Lücke ist, ist ja die Quadratmeter, Menschen pro Quadratmeter ist ja dann voll gedrungen. So geht das schon die ganze Zeit. Ich habe einfach mal komplett geschlafen. Er wird aber auch und die machen auf Schlau. Und im Endeffekt wird die Show wieder genauso wie immer chaotisch. Aber gut. Aber lass sie machen. Lass sie machen einfach. Aber wir dürfen ihn auch nicht in der Sonne liegen lassen, 9 Stunden, oder? Nee, dann platzt der. Und der ist nicht angenehm, da reinzugehen. Boah, ja, nicht, Junge. Geil. Nach 9 Stunden Sonne, Digga, weißt du, wo drin bist. Rapper stirbt im Plastikball auf Fähre. Wenn wir von abgehen runterkommen, bevor wir in die Bälle gehen, jeder noch schnell eine Kippe rauchen und dann rein, Alter. Aber drin halten, bis wir drin sind. Wir müssen mit Kippe stehen, Alter. Los rein, nein, warte. Dann wir rauchen die da drin. Und dann rein in den Ball. Muss hier einer reinschubsen. Alter, was ist das? Du kannst schalten, weißt du, der rutscht hier aus der Hand, Alter. Du fällst jetzt. Weg. Die in die Zwischenwände. Oh, guck gerade aus. Das Loch war genau auf dem Boden und mein Knie dann so bam in dem Moment. Da.
Hautfetzen. Jetzt schwimmi oder was? Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Ich mach wieder Schnacki, ey. Mach mal auf der Bühne. Ja, Mann. Meinst du? Komm, Digga. Komm, keiner wird dich runterschmeißen, es gibt keinen Ärger, Digga. Mach. Willst du noch mal gucken, ob der Pimmel klar geht oder was? Ja, der Pimmel geht nicht klar, da. Okay, der ist echt klein. Ja, aber ich hab Blutpenis, Alter. Du hast nur einen Mikroständer. Ching, chang, chong. Was machst du, Flitze, Alter? Kann ich eigentlich machen, ne? Ja, klar. Locker, easy. Auch im Osten. In einem scheiß Red Bull-Becher. Alter, mal Pipi, Mann. Na echt, ich guck mir den einfach gerne an. Das ist mega interessant, dein Penis, Alter. Ehrlich jetzt. Kauf Gays-Cola. Gay-Cola ist die beste Cola der Welt. Ey, meine Mutter ist voller Algen. Mehr geht da nicht drüber, Alter. Weil da muss er eine Kacke essen und Leute damit anspucken. So, sonst ist Kackerwerfen schon das Primitivste eigentlich. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Unser Job ist total kacke. Das Wasser ist fettkalt. Algen! Und da sind Algen! Danke, dass wir das machen dürfen. Hilfe! Aber mach was ganz Langes hin, wenn du blurst, okay? Muss einer saufen, oder was so? Ja. Ist das neu für dich? Alle so jetzt, Community sagt so, wie, der kann kein Flunkyball. Ja, normal, weil ich nicht mehr auf Festivals gehen kann, Alter. Pack mich ab, ich will auf Festivals gehen, zelten. Ja, ich will ja nicht VIP zelten, ich will mit den Behinderten so, weißt du? Das ist einfach das wahre Leben, so endlich normale Menschen. Ich will einfach nur mit denen saufen. Keine Selfies machen den ganzen Tag. Schade, ey. Ich hab ein Problem. Was denn? Mein Kumpel, der hat so eine Vorhaut verändert. Kannst du mal gucken, ob. Ich kann den beschneiden. Ja, kannst du. Klar. Ja. Hat einer eine Schere dabei? Ein Cuttermesser. Nee, ich mach nur mit Schere. Kannst du kurz mal seine Vorhaut zurückziehen? Er ist, ich glaube, die ist verengt. Kannst du die mal kurz zurückziehen? Warte. Die ist verengt. Kannst du mal zurück? Nicht verengt, zieh mal zurück. Nee, hey, geht er nicht. Du musst zumachen. Er kann es nicht. Er hat es auch schon probiert. Sag mal, zeig mal. Einfach mit Gewalt. Zeig. Zeig mal! Ich könnte hier mit so einer Scherbe beschneiden, ich muss ja nur eben austreten. Nee, in der Kindheit war ich Beschneider. Ach so, Beschneider. Professioneller Beschneider. Ich heiße auch einfach. Daniel Beschneider. Ja. W. Schneider. W. Schneider. So, steck den, du musst den Pimmel einfach hier reinstecken. Ich dreh die Flasche einfach nur so. Einmal rein, Alter. Ja. Schau mal, Digga, das funktioniert folgendermaßen. Beschneidet ihn! Nee, halt auf. Oh! Euer Tor besiegt, Alter! Er hat einfach Tor besiegt! Papa ist einfach umgeschlagen! Aber. Richtig Bock heute, Alter. Ohne Scheiß, ich hab richtig Aber eigentlich Bock machen wir direkt Nassrasur, oder? Ich glaube, heute wird Nassrasur. Wir rasieren nicht, wir machen noch keine Nassrasur. Dicker, wir gehen heute auf die Bühne. Brazilian Waxing am Anakäum, Alter. So.